Ahoi und willkommen zurück heute mal mit einem Psychologie-Thema. Bin ja auch ein regulärer Psychologie-Kanal, insofern werden wir aber die Geschlechterkomponente hier nicht rausrechnen können, denn das ist etwas, was mir schon lange ein Dorn im Auge war, die Hochsensibilitätsdiagnose. Ja, die Studie legt nahe, dass hochsensible Personen Merkmale eines verwundbaren Narzissmus aufweisen. Wunder, wie kommt das? Wir sehen auch gleich die Frau mit der Migränehaltung da unten. Oh Gott, ich bin so sensibel. Ja, was ist erstmal HSP? Sollen angeblich 25% unterleiden, Frauen vermehrt. Das ist einfach diese hohe Sensibilität bezogen auf auditive und taktile und visuelle Reize. Schlicht und ergreifend, ja. Eine geringe Ich-Barriere ist meistens damit einhergehend eine erhöhte Neurotizität. Das geht auch hier aus den beiden Studien hervor. Das macht auch Sinn. Ich blende mal kurz ein, ja. Das Strukturniveau bei Frühstörungen ist niedrig, die I-Struktur ist niedrig, die Neurotizität höher, die Barriere, die ich in Empathie und Objekttheorie gezeigt habe, nach außen, das Ich ist sozusagen sensibler. Das fällt meistens in den Bereich Autismus auch. Ja, Autisten werden häufig mit HSP verwechselt, ja, weil es eine Frühstörung ist und die sind eben besonders sensibel. Es ist aber nicht immer zwangsläufig komorbide oder so, es wird halt auch gern verwechselt. Also ich hatte zwei Freundinnen, kann ich gleich mal sagen, für die beiden Fälle, die ich gleich schildern werde. Also eine, die wirklich hochsensibel war, meiner Meinung nach, ja, eher im autistischen Spektrum, ganz wie man es erwartet, ja, aber eher zurückgezogen, eher schüchtern. Ja, also das ist nämlich der Unterschied, ja, die wirklichen Hochsensiblen, das sind auch die eigentlichen Empathen, das ist eine ganz kleine Gruppe, die haben eben die feinen Antennen, die können gut spüren, vor allem bei den Frauen natürlich verstärkt durch ihre Veranlagung. Die sind aber in keiner Weise narzisstisch. Das hatten wir mal in dem Narzissmus-Test, werde ich mal einblenden, den ich mal hatte, ne? Da war ja die Frage, bist du nur schüchtern und introvertiert oder bist du vulnerabler Narzisst? Das geht sozusagen genau in die gleiche Richtung, aber wir lesen jetzt mal los. Ja, Hochsensibilität wird typischerweise als positives Merkmal angesehen, während Narzissmus als völlig negatives Merkmal angesehen wird. Doch zwei Studien, die im Journal of Clinical Psychology veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass sich die Eigenschaften von hochsensiblen Menschen und verletzlichen Narzissten erheblich überschneiden. So, da ist die wichtigste Information schon im ersten Absatz. Positives Merkmal. Wir denken an die oberste Direktive der Frau, Ruf. Das heißt, wenn du als Frau zum Therapeuten gehst, ja, und wir wissen, wie Frauen zum Therapeuten gehen aus der Eheberatung, ja, sie gehen hin, wenn die Beziehung eigentlich schon am Ende ist, um den Ruf zu wahren, ja, um am Ende als die Gute dazustehen, wie wir wissen, das wichtigste Motiv im Source Code Direktive 1, oder mehr Kontrolle über den Mann auszuüben. Wenn sie jetzt für sich selbst hingehen, gehen sie auch gerne hin, um natürlich eine positive Diagnose zu bekommen, ja, um später dann zu sagen, ich bin hochsensibel, also kann ich weiterhin Borderline-Äquivalenzmodus meine Emotionen auf die Umwelt externalisieren. Ja, sozusagen eine gesichtswahrende Diagnose. Jetzt stellen wir uns mal vor, eine Frau geht zu einer weiblichen Therapeutin. Ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist so gutmenschlich und so naiv, dass sie ihren Klienten alles glaubt. Ja, Narzissten und Borderliner, vulnerabler Narzissmus und Borderline ist fast deckungsgleich zu 90%. Ja, das ist nur ein bisschen mehr emotionale Dysregulation. Der Kern von Borderline ist vulnerabler Narzissmus. Und sie heult ihr was vor, ne? Meistens gehen sie dann zum Therapeuten, wenn sie mortifiziert worden sind, wenn nicht mehr genug Aufmerksamkeit, Benzin aus dem Umfeld gekommen ist und sie die Wahrheit über ihr Verhalten kurz mal realisieren müssen und nicht in den Zauberwald schieben können. Und wollen dann eine gesichtswahrende Diagnose und ihr Ego eigentlich wieder aufbauen. Das steht eigentlich dahinter. So, dann ist da die nette Therapeutin, die sagt, ach du armes Opfer, ja, Frauen machen sich Komplimente und meins nicht so. Oh ja, du Arme, du hast HSP. Ich war auf so einem YouTube-Kanal für Hochsensibilität. Was weiß ich, wie viele Views, 1 Million, ne? Bin ich hochsensibel? Und alle ja rumgeopfert. Ja, ich bin hochsensibel. Ja, hurra. Ja. Habe ich heftig Kritik geübt. Ich weiß nicht, ob ich da gesperrt bin. Mittlerweile bin ich, glaube ich, auf allen Psychologie-Kanälen gesperrt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es einen gibt, wo es nicht so ist. Ja, schwierig, die Wahrheit zu ertragen. Jedenfalls, wenn du als Therapeut nicht erfahren bist und ich weiß, dass deine Klienten lügen und vor allen Dingen Cluster B-Leute absolute Blender sind, die dir sonst sowas erzählen und nicht da sind, um geheilt zu werden. Ja, die leben ja praktisch im Zauberwald, sondern um validiert zu werden. Dann kann das schnell in die Richtung gehen. Oder die Therapeutin, sage ich bewusst, ist sehr clever. Sieht, aha, oh, oh, da kommt Borderline-Narzissmus, Cluster B, oh, 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 da ist eh nichts zu machen. Das ist auch so gut wie nichts zu machen. Ja, 5 Jahre delektoriale Verhaltenstherapie oder im Fall von Narzissmus ist eigentlich gar nichts zu machen. Das weiß man. Das heißt, du hast da einen richtigen Problemfall auf der Couch sitzen. So, jetzt möchtest du aber dein Taxometer durchlaufen lassen und dann erzählst du dir halt die Lügen, die ihren Zauberwald bestätigen sozusagen. Ja, du Opfer. Ja, Opfer noch ein bisschen rum. Ja, okay, der Taxometer läuft. Ne? Wir wollen uns da nichts vormachen. In vielen Therapiepraxen läuft es so. Leider, das sind die zwei Möglichkeiten, die dann passieren. Ja, klar, eine typisch weibliche Diagnose. Die Studien, da greife ich mal vor, sind nicht nach Geschlechtern aufgeschlüsselt. Ja, sie haben ausgewogen Geschlechter genommen. Ich habe reingeschaut in die Studien. Eine diverse Person ist dabei, dann weiß man schon, aus welcher Richtung das kommt, aus der weiblichen gynozentrischen Schneeflockenpsychologie. Ja, sie wollen sozusagen sich die harten Fragen nicht stellen. Denn hier zwischen Mann und Frau zu unterscheiden in der Studie wäre der
Punkt überhaupt gewesen, weswegen sie nicht zu den Schlüssen kommen, zu denen sie eigentlich kommen müssten. Aber wir lesen erstmal weiter. Die Studien wurden von dem Forscher Emanuel Jauch und seinen Kollegen durchgeführt, die von der offensichtlichen Ähnlichkeit zwischen bestimmten Merkmalen von Hochsensibilität und Narzissmus fasziniert waren. Der Begriff hochsensible Person wurde 96 von Elaine A. Aron geprägt. Das Konstrukt beschreibt Menschen, die eine erhöhte Sensibilität für sensorische Reize haben und leichter von Reizen überwältigt werden. Ja, sagte ich. Menschen mit hoher Sensibilität neigen dazu, diese Eigenschaften sowohl als Segen als auch als Fluch zu betrachten. Während hohe Sensibilität ihnen einzigartige Fähigkeiten verleiht, macht sie es auch zu einer Herausforderung, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, da sie unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ist natürlich schwierig, ja, wenn du sozusagen von außen überflutet wirst mit Reizen und deswegen einfach überfordert bist, ziehst du dich aber in der Regel eigentlich zurück und suchst nicht noch Validierung, ja, in der Regel. Diese kleine Gruppe von echten Empathen und hochsensiblen Menschen sind eine sehr zerbrechliche, sehr zurückgezogene Gruppe, die würde nicht in die Öffentlichkeit treten, gar auf YouTube, wie ich schon sagte, Super-Empathen-Status einfordern oder so etwas in der Art. Das ist reine Tugendhaftigkeitssignalisierung, reines Benzinbedürfnis. Die wirst du nicht finden da. Ne? Was du da findest, sind genau die Narzisstinnen. Und die Borderlinerin, wie ich schon sagte, liegt eng beieinander. Was passiert durch die Überflutung an Reizen? Eine emotionale Dysregulation im Inneren. Das ist logisch. Also bist du aufgewühlt durch die ganzen Reize, also ziehst du dich zurück. So, was passiert bei Borderline und vulnerablem Narzissmus? Die emotionale Dysregulation kommt von innen und wird nach außen getragen im Borderline-Äquivalenzmodus. Ja? Und mit der narzisstischen Erweiterung, ihr seid alle verantwortlich für meine Gefühle, ihr habt mich zu validieren, ihr habt meine Gefühle zu ertragen, wie ich es schon so oft beschrieben habe. Ja? Alle Frauen ein Stück weit Borderline, alle machen es zum Teil, die Psychopathologie natürlich im erhöhten Maße. So, also haben sie dann die Möglichkeit, ihren ganzen Schwachsinn, wie im Zeitgeist quasi, der eh vulnerabel narzisstisch ist, ich sage nur Schneeflocken, praktisch zu externalisieren und weiterhin ihr Umfeld zu schädigen, emotional diszuregulieren, sich daneben zu benehmen und so weiter. Freifahrtschein praktisch. So, darum geht's. Ne? Muss man immer genau hingucken. Viele Menschen identifizieren sich damit, hochsensibel zu sein. Ja, warum wohl? Sagt Jauch, Forscher und klinischer Psychologe an der Medizinischen Universität Graz. Während das Konzept durchaus ansprechend ist, dass es eine biologisch orientierte Erklärung für die jeweiligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit liefert und deren Anpassungsqualitäten betont, könnte die Identifizierung als hochsensibel in bestimmten Aspekten auch einem persönlichen Wachstum entgegenstehen. Ne? Genau, also da hat er es sehr vorsichtig und diplomatisch ausgedrückt, was ich gerade vorher beschrieben habe. Wenn du die HSP-Diagnose praktisch als Cope-Diagnose nimmst, damit du weiter deinen Schwachsinn machen kannst und weiter die Welt terrorisieren kannst, dann ist da nicht viel mit persönlichem Wachstum. Die Frage ist, inwiefern, wenn man einen Zauberwald hat, überhaupt Wachstum möglich ist. Ja, ich erinnere nur daran, wenn Frauen mit dem Reichtum ihrer Schönheit geboren werden, haben sie ja eh keinen evolutionären Antrieb, irgendwie was an ihrer Persönlichkeit zu verändern, weil sie ja praktisch gratis validiert werden von der Armee an Sims heutzutage, auch über Social Media. Das passt wunderbar kulturell auch ins Bild. Aber gut, dass er es anmerkt. Natürlich alles geschlechterneutral formuliert. Jauch und sein Team schlugen vor, dass dieses Gefühl, dass man anders ist als andere, dazu führen kann, dass hochsensible Menschen das Gefühl haben, etwas Besonderes zu sein und eine besondere Behandlung zu verdienen. Diese Merkmale, sagten die Autoren, erinnern an zwei grundlegende Merkmale des Narzissmus: Anspruch und Selbstherrlichkeit. Ja, genau. Grandiosity und Entitlement. Darüber hinaus beinhaltet die verletzliche Facette des Narzissmus eine Sensibilität für soziale Reize, die der Sensibilität für äußere Reize ähnelt, die bei den hochsensiblen Menschen zu beobachten ist. Das haben sie auch gut erfasst, ja. Einmal die emotionale Dysregulation von draußen und einmal die emotionale Dysregulation von drinnen. Das ist spiegelverkehrt quasi. Im Ergebnis ist es das Gleiche. Bloß haben sie eins nicht dabei bedacht, das, was ich eingangs erwähnte. Sie gehen jetzt davon aus, sie machen jetzt den Rückschluss sozusagen. Sagen, weil da so viele Frauen sind, die es genauso machen, wie ich es beschreibe. Ich kenne selber einen, die es so gemacht hat. Einfach nur ihr narzisstisches Ego validieren wollte. Und genauso ist es passiert, habe ich im Borderline-Video mal was dazu gesagt. Und wunderbar, das Ego gestärkt, was vorher mortifiziert war, geht raus und terrorisiert die Welt weiter. Wunderbar, ja, genauso wie es nicht laufen soll. Aber weil das praktisch invers spiegelverkehrt ist, kann man das natürlich auch leicht verwechseln, ja, das ist klar. Aber was würde eine Frau tun in der Unterverantwortlichkeit, mit der obersten Direktive Ruf, ja, wenn sie eine Diagnose haben will, die ihr passt? Dann würde sie immer hingehen mit Borderline und vulnerablem Narzissmus und immer auf HSP plädieren. Wenn sie sich ein bisschen auch in der Psychobubble bewegt, gerade die weiblichen Psychologie-Kanäle dienen ja praktisch nur dem Bestärken der Opferrolle. Man muss ja nur mal auf die Narzissten-Kanäle gehen. Ja, mein Ex war immer Narzisst, wissen wir alles aus Practical Female Psychology. Also sie haben sozusagen die Stichprobenverzerrung nicht gesehen. Sie haben nicht gesehen, wie viele, und deswegen wäre es so interessant gewesen, zu differenzieren zwischen den Geschlechtern hier, wie viele von diesen HSPlern eigentlich deswegen diese Diagnose haben. Das ist ja eine Selbstauskunft. Ja, oh Gott, ja, oh Gott, das Licht und die Töne, und das ist alles so intensiv. Oh, ich bin so ein Opfer. Ja, wenn die Person dann auch noch ein bisschen intelligent ist, kann sie so eine Therapeutin ganz schnell dazu bringen, auf ihren Weg einzuschlagen, sagte ich bereits. Wie gesagt, selber beobachtet und erlebt. In meinem Fall muss ich natürlich ergänzen, handelt es sich um ADHS mit Borderline. Das ist natürlich auch wieder was Spezielles.
Ja, es gibt einen Psychologen mit H, ich werde seinen Namen nicht aussprechen, der meinte, es gibt keine Brücke zwischen Autismus und Borderline. Nun, dem muss ich jetzt widersprechen. Ist klar, wenn man sich nicht mit der Materie befasst, es ist ADHS, das ist die Brücke. ADHS fußt auf dem Autismus, ja, ist im autistischen Spektrum eigentlich zu Hause, entsteht auch relativ früh und ist 40% komorbide mit Borderline. Und wie man es rausfindet, also ADHS, auch dieselben Merkmale, hohe Neurotizität, Schwarz-Weiß-Denken, Hypervigilanz, also Hyperfokus, der lustigerweise auch bei allen Frauen teilweise anzufinden ist. Ich erinnere an mein Neurologie 1 Kapitel, da wird darauf eingegangen. Wie man dann rausfindet, ob Borderline komorbide ist mit ADS, ist ganz einfach. Man setzt Ritalin oder Elvanse an und wenn die emotionale Dysregulation nicht verschwindet, ist auch noch Borderline komorbide, eben zu 40%. Da wäre dann auch die Brücke zwischen beiden, witzigerweise, zwischen diesem, sagen wir mal, gutartigen autistischen Spektrum zurückgezogen, empfindlich, sensibel, empathisch und großspurig, narzisstisch, Borderline, Cluster B. Inhalte von Online-Foren sowie klinische Erfahrungen deuten darauf hin, dass diejenigen, die sich selbst für hochsensibel halten, möglicherweise auch Selbstregulationsmechanismen aufweisen, die für hypersensiblen Narzissmus oder allgemeiner verletzlichen Narzissmus charakteristisch sind, sagte ja auch gegenüber PsyPost. Ja gut, hier kann man einschränkend sagen, vielleicht entwickeln die auch teilweise wirklich solche Mechanismen, ja, werden wirklich bitchy, wir können es ja mal übersetzen, und narzisstisch eklig als Selbstregulationsmechanismus, ja, wenn sie sich dann doch mehr in die Öffentlichkeit begeben müssen, ist nicht auszuschließen, dass sich das auch entwickelt, aber ich denke immer noch, sie haben ihren Stichprobenfehler und haben die ganzen verdeckten Narzisstinnen, von denen heute ja Massen rumlaufen in dieser Generation, alle unter dem falschen Label gelistet und wundern sich dann über die Ergebnisse. Aber gut, aus den Studien kann man es sozusagen nicht rauslesen, weil sie nicht aufgeschlüsselt sind. In zwei Studien untersuchen die Forscher, ob die Konstrukte von Hochsensibilität und verletzlichem Narzissmus gemeinsame Merkmale aufweisen. Zwei getrennte Stichproben von 220 Erwachsenen aus Deutschland und 310 Erwachsenen aus dem Vereinigten Königreich füllen Online-Fragebögen aus. Ah ja, Fragebögen, natürlich, eine Umfrage, ist klar. Und wie Frauen sich in Umfragen verhalten, ja, nun gut. Die verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale sowie psychische und somatische Symptome erfasst. Ja, ne, also ich habe Symptome, ja, da ist es ja. Oh ja, EU, ganz empfindlich. Das muss von außen kommen. Das kann nicht von innen kommen, das ist außen. Das ist klar. Also, gut. Da muss man einfach mal die kognitiven Biases der Evolutionspsychologie innerhalb der Geschlechterdynamik rüberlegen und dann ergeben sich ganz andere Ergebnisse, da bin ich mir 100% sicher. Aber klar, das geht ja heutzutage nicht. Beide Proben vervollständigten die Highly Sensitive Person Scale, HSPS, die die Tendenz der Teilnehmer bewertete, sich überwältigt zu fühlen. Leichte Erregung, die Empfindlichkeit gegenüber äußeren Reizen, niedrige sensorische Schwelle und die Empfindlichkeit gegenüber ästhetischem Wert, ästhetische Sensibilität. Das ist der optische hypergame Filter, würde ich sagen. Also der ist bei Frauen ja wesentlich ausgeprägter. Sie absolvieren auch zwei Messungen der gefährdeten Narzissmus über die Hypersensitive Narcissism Scale und das Brief Pathological Narcissism Inventory. In beiden Studien korrelierte Hochsensibilität positiv mit hypersensiblen Narzissmus und verwundbarem Narzissmus. Insbesondere der Faktor der Erregbarkeit war am stärksten mit den beiden Maßen im Narzissmus verbunden. Es gab auch Hinweise darauf, dass Hochsensibilität den Anspruch teilt, der für Narzissmus charakteristisch ist. In Studie 2 waren die HSPS-Gesamtbewertung ebenso wie die Leichtigkeit der Erregung und niedrige sensorische Schwellenfaktoren an die schutzbedürftige Berechtigung gebunden. Dies deutet wahrscheinlich darauf hin, dass hochsensible Personen bis zu einem gewissen Grad eine Einstellung haben wie ich bin zerbrechlich, also verdiene ich es, jegliches Unbehagen zu vermeiden, ähnlich wie diejenigen, die überempfindlichen Narzissmus zeigen. Ja gut, ne, es ist hier wieder die Frage, die narzisstische Komponente ist das Anspruchsdenken, ist das ich bin was Besonderes, ich bin eine Schneeflocke und wie gesagt, das ist heute ja Breitenphänomen, der Narzissmus geht um und ich habe besondere Behandlung verdient, ne? Und ich habe das Recht, meinen Müll auf den anderen abzuladen vor allen Dingen, ja, und das ist, wie gesagt, bei den wirklichen introverten, zarten Pflänzchen nicht der Fall. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, ja, eine hatte ich, das hätte sie sich nie gewagt und die andere hat das ständig gemacht, ja, und war auch, wie gesagt, ja, borderline. Mein anekdotisches Wissen zu dem Thema, aber es passt auch einfach zu in den Zeitgeist. Ja, und wie gesagt, Selbstangabe. Ja, was wirst du machen? Ja, muss man sich ja nur reindenken. Ich bin unterverantwortlich, ich will eine Opferdiagnose, ich bin eine Frau, mein Ruf ist mir wichtig. Also gehe ich hin, lese was im Internet, ah ja, hochsensibel, oh, hört sich gut an, ja, das Licht ist ganz schön stark, ja, manchmal sind meine Ohren auch empfindlich, ja, Frauen sind generell empfindlich auf den Ohren beispielsweise, in der breiten Masse. Und da fabulierst du dir im Zauberwald ganz schnell was hin. Ja, ich bin hochsensibel. Wenn dann so ein Fragebogen kommt, ja, von außen, ja. Nun ja, ich habe dazu meine Meinung. Auch in beiden Studien waren Hochsensibilität und Narzissmus mit Neurotizismus und Introversion verbunden. Wir haben uns die Big Five der Psychologie angeschaut, bezogen auf Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Neurotizismus ist bei Frauen stark erhöht, Introversion eigentlich auch. Ja, Verbundenheit
mit Agreeableness und so weiter, Politbüro. Und Neurotizismus erklärt einen großen Teil der Kovarianz zwischen beiden Merkmalen. Absolut, da bin ich wiederum an Bord. Neurotizismus ist eine Dimension, die sozusagen mit einem geringen Strukturniveau auch zu erwarten ist, also im autistischen Spektrum. Genauso wie bei vulnerablem Narzissmus, ja, eine Ich-Schwäche und Basisneurotizität. Das sehe ich wiederum ähnlich. Also ist es durchaus möglich, dass die Studien auch zutreffen zum Teil, aber deswegen muss das andere ja nicht falsch sein. Also es kann sich halt sozusagen beides niederschlagen, aber wenn du nicht diese Faktoren betrachtest aus gesellschaftlichem Narrativ, ja, women are wonderful, wir sind alle gleich, das ist ja bis in die Wissenschaft gekommen, dann wirst du auf diese Verzerrungen natürlich auch nicht kommen. Dazu brauchst du natürlich ein bisschen einen Überblick, der nicht gebiased ist durch den Zeitgeist, der an den Unis ja grassiert. Also es gibt ja keine Studie mehr, die irgendwie die Genderbrille ablegt, außer vielleicht im Bereich Evolutionspsychologie. Und selbst da wird gemaulkorbt, damit sie nicht gecancelt werden. Mit Introversion verbunden und Neurotizismus erklärt einen großen Teil der Kovarianz zwischen beiden Merkmalen. Beide Merkmale waren auch mit stärkeren Symptomen psychischer Belastung und einer höheren Wahrscheinlichkeit von psychischen Gesundheitsdiagnosen verbunden. Ja, Neurotizismus ist der größte Marker für alle anderen Psychopathologien, die dann im Anschluss kommen. Die Dysregulation kann halt von innen kommen oder von außen, aber wenn sie von innen kommt, bist du verantwortlich dafür, was zu tun. Und das wollen wir ja nicht. Es müssen ja immer die anderen schuld sein, das ist ja klar. Wir sind in der Opferolympiade ja alle Erster. Unsere Studie hat gezeigt, dass Hochsensibilität und hypersensibler Narzissmus nicht dasselbe sind, aber sie haben erhebliche Überschneidungen. Wie ich schon sagte, es kommt die Überschneidung durch die Neurotizität oder durch den Zeitgeist und die Fehlangaben der Frauen, die eine Wunschdiagnose haben wollen. Ich will auch Männer dabei nicht ausschließen, dass es nicht ein paar von derselben Sorte gibt. Es laufen ja so viele defekte Frauen rum, dass mich das nicht wundern würde, dass es die auch gibt. Aber das würde in der Studie ganz klar rauskommen, bin ich der Meinung. Wenn man da den Geschlechterunterschied aufmacht, sagte Jauch gegenüber PsyPost, insbesondere teilen sie Selbstregulierungsmechanismen, die dem persönlichen Wachstum auf lange Sicht wahrscheinlich entgegenwirken. Dies gilt insbesondere für Personen, die eine starke Erregbarkeit zeigen, ein Merkmal hoher Sensibilität, dass die Reizbarkeit durch äußere Reize umschreibt, gepaart mit einer Einstellung, dass Unbehagen vermieden werden muss. Ja, das trifft ja auch wieder den Zeitgeist absolut. Was machen wir denn auf der Meta? Unbehagen muss vermieden werden. Die anderen müssen meine Gefühle, die absolute Realität, narzisstisch akzeptieren, im Borderline-Äquivalenzmodus nach außen gespiegelt. Ja, also müssen wir alle uns wie kleine Schneeflocken quasi in den Uterus des anderen zurückkriechen, hat Grennan gesagt. Fand ich sehr passend, die Metapher für den Zeitgeist. Ja, es müssen Safe Zones geschaffen werden. Ja, nichts darf mehr gesagt werden. Bücher werden verbrannt, quasi schon in England. Da sind wir schon, weil da Reize drin sein könnten, die nicht dem Zeitgeist entsprechen und irgendwie wen triggern könnten. Ja, Triggerwarnungen müssen ran an irgendwas. Trotzdem die schädlicher sind, als wenn keine dran sind und so weiter. Wir wissen Bescheid. Das ist sozusagen auch zeitgeisttechnisch hier eine sehr interessante Sache. Eigentlich habe ich das ja in mehreren Videos schon erwähnt. Ne? Die Unterverantwortlichkeit wird maximiert, die Empfindlichkeit wird maximiert nach außen gespiegelt. Was soll ich noch sagen? Kenner der Materie werden genau wissen, wovon ich rede. Einer der wichtigsten Vorschläge für Kliniker, die mit Patienten arbeiten, die sich selbst für hochsensibel halten oder für Leser, die Aspekte von Hochsensibilität in sich selbst sehen, können daran bestehen, Aspekte einer hochsensiblen Denkweise kritisch zu bewerten, inwiefern der Einzelne wirklich davon profitiert. Das ist auch schon fast ja ketzerisch hier. Überprüf mal deine Glaubenssätze. Ja, sei mal nicht so narzisstisch, sei mal nicht so schneeflockig eigentlich, sei mal nicht so egoistisch, was im Narzissmus ja kernmäßig drinsteckt, so grandios. Und arbeite mal an dir selbst. Also der Aufruf ist aller Ehren wert, ja, ob das angesichts der Unterverantwortlichkeit und des gesellschaftlichen Narzissmus auch gemacht wird, ist wieder eine andere Frage. Die Forscher sagten, dass ihre Studie kein Versuch sei, Hochsensibilität zu pathologisieren, sondern vielmehr alle Aspekte von Hochsensibilität und Narzissmus zu untersuchen, einschließlich der ungünstigen und günstigen Aspekte. Ja, vielleicht, auch wenn er es nicht so klar ausdrücken darf, wollen sie ihnen so ein bisschen eigentlich ihre schöne Scheindiagnose entreißen. Ja, durch die Hintertür. Nett. Also eigentlich sagt er alles, was ich sage, bloß er darf es nicht sagen. Ne? So interpretiere ich das. Wir möchten betonen, dass wir versuchen, keines der Konstrukte als pathologisch oder normal in der Natur zu betrachten, sondern versuchen, sie als das zu untersuchen, was sie sind. Einschließlich eher adaptiver Aspekte, die möglicherweise problematisch sind. So, ja, wir wollen keinen bewerten, ne? Das kommt hier raus, wir wollen nicht pathologisieren, wir wollen nicht bewerten, ne? Dann was, wenn was hassen Frauen und Schneeflocken am meisten und defekte Frauen bewertet zu werden. Das ist klar. Gut, der Satz musste ja noch sein. Jauch sagt noch, wir glauben, dass nur eine Perspektive die wünschenswerten und unerwünschten Eigenschaften der eigenen Persönlichkeit offen gegenübersteht, individuelles Wachstum ermöglicht. Also er sagt, werdet mal erwachsen, wahrt mal die Grenzen anderer, ich übersetze, und macht mal Persönlichkeitsentwicklung. Ja, finde ich gut, den Aufruf. Einzig glaube ich, wenn es sich um Leute wie diese hier handelt, dass das sehr, sehr schwer wird. Wie gesagt, Narzissmus, wenn er wirklich pathologisch ist, nicht behandelbar, Borderline nur sehr schwer. Das ist ein absoluter Horror für einen Therapeuten. Kann ich auch verstehen, dass da schwer was zu machen ist. Und es werden immer mehr.
Eine Einschränkung beider Studien bestand darin, dass Persönlichkeitsmerkmale anhand von Fragebögen zur Selbstbeurteilung bewertet wurden, die tendenziell weniger genau sind als klinische Berichte. Ne? Genau das, was ich ansprach. Ja, wenn du da hingehst und selber ausfüllen darfst, ja, ich bin ganz hochsensibel. Ja. Kann ja nur das sein. Ich verantwortlich für irgendwas. Ich, die Krone der Schöpfung, niemals. Die Autoren sagten, dass zukünftige Forschung versuchen könnte, neben Selbstberichten auch Berichte von außen zu sammeln oder sogar Verhaltensdaten über experimentelle Paradigmen zu erhalten. Ja, darauf sind wir gespannt, ja, ob man Hochsensibilität wirklich messen kann. Wahrscheinlich müsste man mal mit der Lampe oder mal einen lauten Ton machen und dann wirklich messen, neurologisch, ob da wirklich eine Reaktion stattfindet, anstatt hier Fragebögen zu machen. Gut, ich denke, ich habe mich genügend aufgeregt. Ich kenne es, wie gesagt, aus persönlicher Erfahrung, hatte ich im Borderline-Video erwähnt. Schön hingegangen, emotional dysreguliert, ohne Ende, das ganze Umfeld zerschlagen, zerstört, psychisch hingerichtet. Ja, ich redete mal bei Borderline darüber, dass die emotionale Dysregulation sich wie die Pest auf das Umfeld überträgt. Das sind auch hochtoxische Menschen. Ja, bei Narzissmus sieht es ähnlich aus. Ja, ist die Dysregulation nicht ganz so stark, aber der psychische Missbrauch halt stark. Gut, und ja, die wollen gerne einen Freibrief haben und haben ja eh, muss man aber dazu sagen, auch einen starken Hang zum Konfabulieren, also zum Zauberwalden, und leben halt in ihrer Realität und würden alles tun, um eben diese Realität auch wiederherzustellen, die Mortifikation aufzulösen, wieder grandios zu sein. Auch grandios in der Opferrolle darf man nicht verwechseln. Man denkt immer bei Grandiosität an Grandiosität im männlichen, im klassischen Sinne, ich bin der Größte. Du kannst auch grandios in die Opferrolle investiert sein. Das ist nichts anderes. Da nutzt du eben vulnerabel, narzisstische, alloplastische Egoverteidigung. Ja, alle anderen sind schuld, ist ja auch typisch für den Zeitgeist. Ne? Die Welt ist schuld. Bloß ich nicht. Zum Schluss noch ein Hinweis: Ich habe ein wirklich gutes ADHS-Video gesehen. Wer sich für die Thematik interessiert, bei Harendorf, wirklich sehr gut. Er interviewt eine Frau, die eine ADHS-Expertin ist. Hat mir sehr gut gefallen, damit ich nicht nochmal ein extra Video zu der ganzen ADHS-Thematik machen muss, weil das ja hier erwähnt wurde. Sehr gut, um es zu erfassen, zu diagnostizieren. Und das ist eine der wenigen Psychopathologien, die wirklich sofort medikamentös auch behandelt werden muss, geradezu durch Ritalin oder Elvanse. Und viele Leute sind nicht diagnostiziert, wird völlig unterschätzt. Sehr wichtig, finde ich persönlich. Für die Leute, die sich dafür interessieren, habe ich unten den Link parat. Was ich noch ergänzen wollte, ist, auch männliche Therapeuten sind anfällig. Na klar, gerade wenn Frauen kommen und eine gewisse Ausstrahlung und ich sag's mal vorsichtig, eine gewisse Schönheit mitbringen und eine gewisse Manipulationskraft, die Ninjas ja so haben, gerade mit Psychopathologien, dann lässt der sich natürlich auch schnell um den Finger wickeln an der Stelle und glaubt ihr die arme kindliche Opferrolle, ja, damit es da mal fair zugeht in der Kritik. Gut. Damit endet meine Arbeit hier. Eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.